B1.6. Unter den Drachenfähigen A, N, B, N, C, N, D N gibt es die Drachenfähige A3, B3, C3, D3 und A4, B4, C4, D4. Für die gilt A, N, C, N ist gleich 1,5 mal B, N, D, N. Berechnen Sie die x-Koordinaten der Punkte A3 und A4. Gut, man soll was berechnen? Drachenfähige und davon x-Koordinaten von Punkt A3 und A4. Folgende Angabe haben wir drin stehen. A, N, C, N sind 1,5 mal B, N, D, N. Aus der vorherigen Aufgabe wissen wir die Länge von BN und DN. Die ist nämlich gleich 4 Längeneinheiten. Ja, wir erinnern uns, man geht 2 Längeneinheiten nach rechts, für D geht man 2 nach links, also ist die insgesamt die Diagonale 4 Längeneinheiten lang. Und jetzt gilt es also, dass für A, ja, nehmen wir A3, A4, Quatsch. Wir schreiben so, ANCN soll jetzt 6 Längeneinheiten lang, ja, machen wir einen Zwischenschritt, 1,5 mal 4 Längeneinheiten lang werden. Ja, und 1,5 mal 4 sind 6 Längeneinheiten. So, Stift kommt zurück. Gut, jetzt müsst ihr natürlich herausfinden, was ist ANCN. Kein Problem, das haben wir hier oben schon stehen, beziehungsweise ausgerechnet. Nochmal einen Schritt hoch, da steht a in c in Abhängigkeit von x. Genau diese Formel brauchen wir jetzt nochmal. Ja, setzen wir hier ein. A in c n waren minus 0,25x Quadrat plus 0,5x plus 6 ist gleich, und jetzt haben wir schon ausgerechnet, muss 6 Längeneinheiten lang werden. So, wir haben ja eine quadratische Gleichung. Diese quadratische Gleichung kann man jetzt mit Hilfe vom Calc Intersection oder vom Solver lösen lassen. Oder wir setzen die Mitternachtsformel an. Ja, also Taschenrechner benutzen, da geht es recht einfach. Tool Poly 2 gibt es auch noch, je nachdem, welcher Taschenrechner zur Verfügung steht. Oder wie gesagt, halt, wenn keiner zur Verfügung steht, müssen wir die Mitternachtsformel ansetzen. Finden wir in der Formelsammlung auch recht einfach. Hier bei den, wo steht sie? Zu weit? Ach, hier oben, quadratische Gleichung. Ja, genau diese Dinge müssen wir durchgehen. Hier einmal brauchen wir diese Form, damit wir die Mitternachtsformel ansetzen müssen, Diskriminante berechnen und dann die zwei Lösungen berechnen. Okay, Schritt 1. Wir brauchen die Form. Auf einer Seite steht 0. Also muss ich die Gleichung so umformen, dass auf einer Seite 0 steht. Ich bringe jetzt am schnellsten die 6 auf der rechten Seite weg. Bleibt hier im nächsten Schritt 0,25x² plus 0,5x, und jetzt 6 minus 6 sind 0, gleich 0. Ja, man kann diese 0 auch weglassen. Ich schreibe es noch mit dahin, weil es für den nächsten Schritt vielleicht interessant werden könnte. D ist gleich b² minus 4 mal a mal c. Herausfinden, was ist mein a, was ist mein b, was ist mein c. A steht immer vorm x², b steht immer vorm x und c ist immer die Zahl ohne Variable. Deswegen habe ich jetzt die 0 hingeschrieben, damit man hier schön sehen kann, was diesem C entspricht. Das darf ich nicht einfach weglassen, sondern ich muss wirklich 0 einsetzen. Diskriminante ist gleich B Quadrat. Haben wir also 0,5 Quadrat. Minus 4 mal minus 0,25 mal 0. Ja, deswegen für C gleich 0 einsetzen, nicht weglassen. So, 0,5 zum Quadrat sind 0,25. Hier minus 4 mal 0, minus 0,25 mal 0, das kürzt sich komplett weg, weil es mal 0 genommen wird. D ist also, D ist also 0,25 größer als 0, deswegen gibt es zwei Lösungen. Nächster Schritt, x1 und x2 berechnen. Ich fange mit x1 an, ist gleich minus b. B war 0,5, also minus 0,5 plus Wurzel aus 0,25. Geteilt durch 2a und a war minus 0,25. So, das kann man jetzt ausrechnen. Minus 0,5 plus Wurzel aus 0,25 kann man eigentlich sehr leicht erkennen, weil in dem Fall haben wir das Quadrat dazu schon ausgerechnet. Also minus 0,5 plus 0,5 geteilt durch minus 0,5 unten. Minus 0,5 plus 0,5 sind 0 im Zähler.
Deswegen kommt als erste x-Koordinate 0 raus. So, das gleiche für x2, minus 0,5, also minus b, diesmal minus Wurzel aus der Diskriminante. So, wieder ausrechnen, minus 0,5, diesmal minus 0,5 geteilt durch 2 mal minus 0,25. Minus 0,5 minus 0,5 sind minus 1. Unten haben wir minus 0,5 stehen. Minus durch Minus ist Plus und 1 durch 0,5 kann sich so vorstellen, bei den Bruch mit 2 erweitern, dann steht da 2 Eintel und das sind 2. Also x1 ist 0 und x2 ist 2. Das sind die x-Koordinate von a3 bzw. a4. In der Aufgabe sind nun die x-Koordinaten gefragt. Hier berechnen Sie die x-Koordinaten der Punkte a3 und a4. Deswegen ist man an der Stelle auch fertig.